Also ich bin die Testempfehlung von Ex-Disc-Jockey Manuel Diaz in Drops gekommen, und zwar 1983. Und wir haben so viel Spaß gehabt, also Nina und ich, wir haben so gelacht und uns super ergänzt. Toller Typ. Einer meiner Vorbilder, der auch dafür gezeugt hat und daran schuld war, dass ich ihn trotz überhaupt anfangen konnte, war ein Sponsor sozusagen. Wow, Mino, ungekrönter oder gekrönter König von Minidrops. Keiner, der jemals versucht hat, da unten irgendwie Musik zu machen, ist jemals an ihn rangekommen. Ganz gleich, was er versucht hat. Wenn Mino im Urlaub war und ich musste Mino in Minidrops vertreten, das war so eine Geschichte, da konntest du nie gewinnen. So ganz kapiert habe ich seine Geschäfte nicht, die er die ganze Zeit getrieben hat, aber ist halt so, es ist halt Mino. Mein schönstes Erlebnis in Drops war, wo ich mit dir zusammen das Lied Caravan auf Lot gesungen habe. Das war einfach wunderschön.